Sie wissen alle, wo wir hier stehen jetzt, vor dem Haupteingang der Oldenwiesen. Und das ist eine echte Neuheit. Das ist der neue Haupteingang der Oldenwiesen. Ich finde, es ist schön geworden. Tatsächlich ist dem auch gerecht, was wir hier tun wollen. Nämlich Tradition ganz oben auf die Agenda schreiben. Auch das, wir haben, Sie waren ja alle dabei, über Trinkwasserbrunnen viel gesprochen. Ihr habt die Oldenwiesen, ist natürlich das zweite Erfolgsprojekt zum Thema Oktoberfest, das wir jemals hatten auf dieser Wiesn. Seit der Einführung ist auch das ein Thema, wo ich eigentlich unumschränkt nur positive Rückmeldungen kriege, wo die Leute immer danach schreiben, die das erste Mal da waren und gesagt haben, hey, das ist ja super, was ihr da macht in München. Wir hatten immer gedacht, das ist alles schneller, höher, weiter. Das ist in Ordnung so und das ist auch gut und findet ja auch Millionen von Besucherinnen und Besuchern. Aber viele Menschen sehnen sich auch noch ein bisschen weniger Trubel und noch ein bisschen mehr Tradition und ehrlich gesagt, so ältere Menschen wie ich freuen sich, wenn sie heute mal im Fahrgeschäft wie beim Calypso vorbeigehen. Da hat man noch so Erinnerungen an die frühe Jugend. Heute darf ich das auch nicht mehr fahren, aber damals war es echt schön. Und so gilt es für viele dieser Fahrgeschäfte, die wir da wiederfinden. Wir haben tolle Gaststätten drin, Zelte. Also ich glaube, die Oldenwiesen ist tatsächlich etwas, was ein echtes Erfolgsprojekt ist. Und was wir am Anfang am allerlängsten diskutiert haben, damals 2010, war, machen wir einen Zaun drum und machen wir einen Eintritt oder nicht. Das war eine Diskussion, die hat Tage, Wochen gedauert, weil man hin und her gerissen ist bei den Gedanken. Mittlerweile wissen wir, es war überhaupt kein Problem und es ist auch überhaupt keine Schwierigkeit, ihr Eintritt zu verlangen. Und wenn ich aus dem Nähkästchen plaudern darf, so die ersten Jahre nach dem Erfolg, haben mir Leute geschrieben, warum verlangt sie nur 3 Euro, damals waren es 3 Euro, verlangt es 10 Euro, dann sind nicht so viele Preise drin. Es war jetzt O-Ton, ist natürlich nicht meine Meinung, aber es war O-Ton von vielen Meldungen damals. Also diejenigen, die am Anfang gesagt haben, oh, kannst du da keinen Eintritt verlangen mitten auf der Wiesn, die haben also dann mittlerweile aufgehört, sich darüber aufzuregen. Ich glaube, es ist die richtige Mischung und ich finde nach wie vor, ich bin auch sehr gern hier tatsächlich, weil es doch ein bisschen ruhiger ist hier drin. Und dass man den Eingang neu gestaltet, Kassensituation neu gestaltet, war jetzt nicht zu früh, weil früher hat es einen sehr rustikalen Charme gehabt, jetzt schaut es auf jeden Fall deutlich zweckmäßiger aus. In diesem Sinne freue ich mich auch dieses Jahr, den einen oder anderen von Ihnen wieder auf der Oldenwiesn zu treffen. Clemens. Ja, die Oldenwiesn, die steht dieses Jahr. Das war so um die Weihnachtszeit noch gar nicht klar. Um die Weihnachtszeit hat es in der Kassen Landwirtschaftsfest ganz voll, ganz viele Leute. Da geht überhaupt nichts mit den drei Zeiten, die wir auf der Oldenwiesn haben und jetzt ist es doch gegangen. Insofern, ja, weiß jetzt gar nicht, ob wir Dankeschön sagen sollen oder wie auch immer. Wir sagen jetzt gar nichts dazu, wir freuen uns, dass die Oldenwiesn stattfindet. Die Oldenwiesn ein bisschen langsamer, ein bisschen gemütlicher. Der Schichtl hätte jetzt gesagt, ob Mensch oder Preis, wir hauen euch alle einen Schädel runter. Das könnte man jetzt auch dazu sagen. Auf jeden Fall, wir haben auf der Oldenwiesn ein typisches Familiengeschehen, deswegen haben wir auch einen neuen Eingang gemacht, damit man es auch gleich findet. Wer eine Dauerkarte erwerben möchte, der ist natürlich herzlich willkommen. Der darf dann beim Oldeneingang privilegiert reingehen, da geht es dann schneller. Wir haben das deswegen ein bisschen größer gemacht, damit die Schlangen beim Anstehen ein bisschen entzerrt werden und dass wir da keine Schlangenbildung haben und deswegen gibt es den neuen Eingang. Das so viel zur Oldenwiesn. Wir gehen jetzt weiter zum Holzpfosten-Scooter und zwischen uns und dem Holzpfosten-Scooter, da ist die Borndl-Kramerei. Das sage ich jetzt nicht deswegen, weil ich da dafür werben will, aber da gibt es ja noch was zum Essen, was ich gesagt habe. Also bitte noch nicht zum Essen einkehren. Wir haben nämlich nur einen Programmpunkt auf der Oldenwiesn, den Holzpfosten-Scooter noch nicht in die Borndl-Kramerei einkehren. Und eins vielleicht noch, wer mit den Kindern auf der Wiesn ist und vor allem auf der Oldenwiesn fährt, der darf auch mal gerne ins Festzelt Traditionen einschauen. Da gibt es nämlich einen eigenen Parkplatz. Und zwar für die mit dem Kinderwagen. Und da gibt es dann auch einen Limobrunnen, 1 Euro kostet der Becher Pfand, 1 Euro kostet der Becher zum Bringer, den kann man wieder befüllen, so oft man will. Für die, ja, wir sagen so eher Zuckerunfreudigen mit Wasser und die, die auch gerne mal ein Limo haben möchten, gelbe Limo, Spezi, weiße Limo gibt es da zum Zapfen für die Kinder. Bänke sind ein bisschen niedriger, wirklich schön, schön zum Anschauen vielleicht für den einen oder anderen, der hier noch ein Foto machen will. So, jetzt sind wir fertig und jetzt gehen wir zum Holzpfosten.